Und herzlich willkommen hier zu diesem richtig krassen Video. Da habe ich mich schon wirklich lange drauf gefreut, denn wie ihr alle wisst, am Wochenende war die Weltmeisterschaft im COC. Und da habe ich mir jetzt die besten 5 Angriffe rausgesucht. Das war ganz schön schwer. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was euer bester oder den Angriff, den ihr am tollsten fandet. Einfach mal unten in die Kommentare. Und nochmal eine ganz kurze Eigenwerbung. Und zwar nicht, dass wir hier Champion 1 sind, sondern wenn ihr hier auf das Zahnreitchen drückt, auf mehr Einstellung, könnt ihr jetzt hier mich auch supporten mit dem Code Noobs. Wenn ihr euch den Goldpass kauft, denkt dran, das läuft jede Woche einmal ab. Also vergewissert euch, dass auf jeden Fall der Code da aktiviert ist, bevor ihr den Golden Pass kauft. Und dann würde ich mich freuen und viel Spaß bei dem Video. Wir springen direkt zum ersten Angriff. Die deutschen Jungs, sie sind bereit. Wir haben ja auch gestern mit ihnen ein bisschen im Backstage geredet. Also die wissen, da ist noch gar nichts vorbei, obwohl sie mit 14:1 gewonnen haben. Und jetzt sehen wir hier, bumm, mit 90% Average Durchschnittszerstörung. Und jetzt gucken wir mal. Sui Lalo oder Queen Charge Lalo. Und es wird Drachen werden. Okay, Queen Charge Drachen. Sehr schön. 5 Wutzauber. Wir haben keine Mauerbrecher und wir haben keinen Sprungzauber. Also wird er wahrscheinlich ein Queen Walk werden. Genau. Die Heiler sehr weit außen gesetzt, damit die Luftabwehr da jetzt nicht die Heiler abschießt. Die Queen läuft jetzt hier erstmal richtig. Immer noch richtig. Sehr schöner Wutzauber. Klambo kommt raus. Sehr wichtig, dass er den X-Bogen dann noch rausbekommt, bevor er jetzt den Hund rausnimmt, damit es weniger Schaden auf seiner Königin. Genau. Jetzt hier auch der Laki, sogar im Wutzauber der Lakai, und der hilft jetzt hier der Queen, die ganzen Lava-Welpen auch mit rauszunehmen. Und die bekommt er jetzt hier gleich beide Helden, das Rathaus. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Walk. Nächster Wutzauber, Rathaus wird angegriffen und der nimmt jetzt hier auch das Rathaus raus, bevor die Helden dazukommen. Also jetzt hier schon mal der erste Stern und fängt gleichzeitig schon oben mit dem Slammer und mit dem Drachen an. Zündet seine Queen. Der King ist raus. Gegnerische Queen ist auch raus. Und es sieht bis jetzt hier schon mal sehr gut aus. Erster Frostzauber. Auf die Luftabwehr, sehr schön. Der Wutzauber für seine Drachen. Warden ist hinter seinen Drachen auch sehr gut. Seine Königin lebt immer noch. Also bis jetzt sieht es sehr gut aus. Kann immer noch seinen Wächter zünden. Zündet jetzt hier den Wächter in der Mitte, wo richtig viel Damage drauf ist. Der Adler lebt leider immer noch. Er hat aber noch einen Wutzauber. Wird das hier der erste Triple werden? Der Wutzauber kommt. Und das sieht hier richtig gut aus für den für Tribe Gaming. Für Boom. Boom. Das sind 3 Sterne. Und das die sind, ersten sie freuen sich Sterne. Schon. Sehr schön. Sehr nice. Und sehr, sehr wichtig. Das ist sehr, sehr cool. Damit was ein dicker Overkill. Guck mal, wie viele Drachen da noch leben. Überragend. Und jetzt Backend kommen da die ein oder andere schwarze Mine. Aber es ist jetzt Boom vollkommen egal. Ja, noch eine er hat Minute die 3 Sterne. Zeit. Ja, da lebt keine Verteidigungsgebäude mehr. Auch noch super viel Zeit. King lebt nicht mehr. Queen und Wächter beide noch full life. Es leben sogar noch die ganzen Heiler. Und da leben bestimmt noch 5 Drachen. Richtig, richtig schöne Angriffe. Und jetzt sehen wir hier Vi. Und von dem bin ich auch echt gespannt, was der hier jetzt hier zeigt. Der war bis jetzt der Einzige, der im Qualify 7-mal angegriffen hat und 7-mal getrippelt hat. Correct. Das hat noch kein anderer geschafft. Das heißt, jedes Mal hat er getrippelt. Das ist halt überragend. Also das hat niemand geschafft. Und damit, ja, hier die Nova-Leute nicht zu unterschätzen. Und habt jetzt hier ein Queen Charge Lalo mitgebracht. Genau, aber wollte der da auch aufbrechen, wo er jetzt gerade aufgebrochen hat? Ich gehe mal nicht davon aus, weil er hat einen Sprungzauber dabei und dass er in die Mitte springen möchte, also dass er den Sprungzauber in Richtung Inferno setzt, damit er die gegnerische Königin bekommt, weil der auch den Adler unten bekommen wollte. Ja, ich wollte auch sagen, dass er und jetzt auf kann die Ecke es passieren, dass er jetzt den Adler dadurch nicht bekommt. Ja. Und allerdings nachdem wird die Queen wir höchstwahrscheinlich doch X-Bow. Die Queen wird da runterlaufen. X-Bow, okay, läuft jetzt hier erstmal richtig. Hat Glück gehabt. Ja, es funktioniert immer noch. Allerdings könnte er sich jetzt höchstwahrscheinlich den Sprungzauber sparen. Aber ich meine, hinterher ist man immer schlauer. Da gebe ich dir auch recht, ja. So, nimmt jetzt hier den Bogi genau, raus. Genau, jetzt kommt der Sprungzauber um. Ey, der Bogi-Turm geht unten auf. Doch, der geht gerade ja. So down. Durch Perfekt. Die Ballons sehr schön aufgepasst mit den Ballons.
Und es nimmt halt alle vier X-Bögen raus. Er nimmt den Adler raus. Und beide Feger nimmt er raus. Startet und er schon. Nimmt jetzt noch die gegnerische Königin raus. Oh, also. Allerdings jetzt hier zwei schwarze Minen für die Heiler. So, gegnerische Queen musste auch noch down gehen. Multi-Inferno-Turm geht auch down. Tornado-Falle wurde jetzt hier ausgelöst. Und dann gegnerische Queen geht nicht Queen. Auf die Queen. Nee, die Lava-Welpen aber erstmal. Aber die werden nicht lang. So, jetzt hier also sehr den Wächter gezündet. Das heißt, die ganzen Loons, das sieht Queen richtig gut aus. Sehr die schön. Und die jetzt, Queen nimmt die jetzt hat er noch einen sehr schönen Frost-Sauber. Oh. Sehr schön. Das sieht richtig gut aus. Und damit hierbei macht das, was er immer macht. Triple. Er trippelt. Allerdings müssen wir jetzt noch unten auf den Magieturm aufpassen. Allerdings denke ich nicht, dass das ein Problem darstellen wird. Das hat noch genug Zeit. Oh, stimmt. Da unten ist noch... Und er hat keinen Loon aufgehoben. Normalerweise nimmt man immer einen Loon mit oder hebt ihn auf, um da den Magierturm abzulenken. Er hat sich aber hier schon sicher, dass es hier drei Sterne werden. Er hat ja noch den Wächter in der Hinterhand. Der wird ja auch noch auf den Magierturm schießen und die Königin ist jetzt auch inzwischen wieder da. Ein sehr, 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 sehr schöner Angriff von White zum Abschluss von Nova. Und damit Nova auch 26 Sterne. Korrekt. So, und der Druck ist natürlich jetzt groß auf Team Keso. Ja, auf Osquim. Allerdings aber auch er sehr starker Angreifer. Sehr, 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 sehr stark. Alle Druck lastet jetzt hier auf seinen Schultern. Aber er kann damit umgehen. Und... jetzt bin ich gespannt. E-Drachen sehen wir hier, aber auch eine richtig kompakte Base. Und da sieht man, man kann wirklich hier über die Lager die Luftabwehren bouncen. Korrekt. Also das ist nicht so ein gutes Base-Building, wie wir eben bei den deutschen Jungs am Anfang gesehen haben. Oh, und das ist halt auch wirklich allerdings einfach nur... bekommt er mit seiner Königin jetzt nicht die Luftabwehr raus. Zumindest nicht so schnell, wie er es vielleicht gedacht und gehofft hätte, aber wobei die E-Drachen haben es gemacht. Blitze, das sage ich. Ja. Also die Blitze sind hier in der Base richtig, richtig gut. Das ist keine gute Base hier von den Chinesen, oder? Haben die sich jetzt hier irgendwas schöner über... Schöner Frostzauber, jetzt kommt gleich der nächste Wutzauber. Nächster Wutzauber in der Mitte und der wird jetzt hier überragend sein. Adler geht down und jetzt hier die Luftabwehr hinten raus. Air-Skellies kommen raus, aber die Blitze sind überragend. Ist das der Triple hier für Team Keso? Oh, der... Aber er freut Frost. Sich schon. Er ist oh ein Drei. Mein Gott. Oh mein Gott. Die freuen sich hier. Die rasten aus. Die Party links und rechts geht ab. Aber zu Recht. Oh, meine Stimme versagt jetzt schon nach dem ersten Tag. Wie krass. Grandios. Er musste richtig, trippeln und richtig starker Angriff. Richtig, richtig stark. Mit den E-Drachen. Oh, wow. Oh. Aber da muss man auch sagen, das war eine richtig schlechte Base hier von den Chinesen zum Schluss. Ja. Oh, das tut weh. Das tut richtig weh, weil aber das war... man muss sagen, überragend von Team Keso. Ja, richtig stark. Also das war richtig, richtig spannend. Und damit gewinnt hier Team Keso mit 24-23. Knapper, als sie es gehofft haben. Jetzt haben wir hier Tryhard, auch der bis jetzt perfekt gegangen. Das heißt, dreimal angegriffen, dreimal drei Sterne. Und... auch er hier wieder mit Queen Charge Drachen und der E-Drache am Anfang mit dem Wutzauber. Interessant. Funnel. Genau, dass halt mehr Gebäude schneller rausgenommen werden. Aber der Wutzauber, krass. Also was der E-Drache da jetzt rausbekommt, die Blitze, guck dir die Blitze an. Ja, aber das ist nicht so, das war jetzt nur eine Kanone, das ist jetzt nicht so wichtig für den Drachen. Allerdings ist es ein schöner Funnel. Ja. Es ist jetzt wichtig, dass die Bogitürme da überlebt haben. Okay, das jetzt ist das hier Wichtigere. Testblumen. Jetzt kommen die Mauerbrecher. Oh, meine kleine jawohl. Bombe. Aber er hat immer noch vier immer Mauerbrecher. Noch vier. Oh. Aber jetzt die Frage, ob er wirklich noch einen Layer möchte oder schon alles aufgemacht hat, was er wollte. Jetzt muss er gleich seine Queen zünden. Macht er jetzt hier schön. Auch. Riesenbombe hier auch. Und jetzt hier der 40er Wächter. X-Bau wird dazukommen. Der Wutzauber A, der kommt noch. Allerdings jetzt hier die Mauerbrecher. Der... hat funktioniert. Also die Queen kommt jetzt hier erstmal so weit, wie man das möchte. Erste schwarze Mine hier für die Heiler. Jetzt hier der Slammer, Multi-Inferno-Turm. Und wir sehen ein Single-Inferno-Turm. Den ersten Single, den wir hier überhaupt sehen. Das ist sehr, sehr neu. Ja. Krass. Jetzt hier Frostzauber. Slammer wird jetzt nochmal nach hinten gepustet. Air-Skellies kommen jetzt hier auch raus.
Ich bin gespannt, was ist da jetzt in der Mitte? Da sind die Loons. Nehmen hier den Single raus, wollen wahrscheinlich noch den Adler rausbekommen. Und das sieht hier sehr gut leider aus. Das sieht richtig gut hier aus. Die Drachen kommen jetzt hier ins Rathaus rein. Wird das hier der erste Triple für die Franzosen? Wächter jetzt hier gezündet und das... Der Hund kommt jetzt raus. Der Hund kommt raus, aber der lebt nicht mehr viel. Das sieht richtig gut aus. Ja. Die Queen lebt auch noch. Die Queen wird auch den Rest des Angriffs überleben. Ja. Jetzt haben wir hier noch eine Minute Zeit. Und die Zeit sollte auch nicht das Problem sein. Eventuell. Drachen sind da relativ low. Der Feger macht den Drachen zu schaffen. Und jetzt ist die Frage... Ja, gehen die jetzt hier zum Multi-Inferno-Turm? Das sieht gut aus, er freut sich hier schon. Tryhard freut sich, also es sind höchstwahrscheinlich 3 Sterne. Die ersten 3 Sterne hier, schwarze Mine. Und die Franzosen neben uns, die sind komplett am Ausrasten. Ja, zu Recht. Ja, sie führen, richtig schöner Angriff. Sie führen mit einem Triple, aber es ist noch nichts verloren. Es ist noch nichts vorbei. Tribe Gaming hat den Nachangriff, das heißt... Die Franzosen müssen vorlegen und haben dann einfach getrippelt oder 90% plus geholt. Und jetzt werden wir sehen. Müssen sie jetzt hier wieder zurückbekommen. Also jetzt hier Hugo Stenitz für die Franzosen, der erste Angreifer. Und wir sehen hier wieder einen Queen Charge Lalo mit 5 Mauerbrechern. Genau, das heißt, er möchte auch höchstwahrscheinlich 2 Mauern aufbekommen mit seinem Queen Charge. Vermutlich möchte er hier sogar in das Inferno-Compartment rein. Ja, also da erstmal das Rathaus stehen lassen. Also der läuft ja jetzt nicht dran vorbei. Das war so geplant. Testmauerbrecher. Und aber das könnte jetzt... Er hat immer noch einen Mauerbrecher. Aber das war... Das Space Building, das waren Mauerbrecher. Sprungfallen, ja. Da, wow. Hui. Sehr interessant. Ja, da fehlen dir aber auch gerade die Worte, oder? Ja, also wirklich. Aber auch der Mauerbruch wieder ein Tick zu spät, weil dadurch war dann kein Gebäude mehr in dem Compartment vor dem Inferno-Turm und deswegen haben sich die Mauerbrecher ein neues Ziel gesucht. Und jetzt hier der Wutzauber. Wutzauber kommt, Mauerbruch funktioniert. Und jetzt bin ich gespannt. Der kommt die Queen zurück? Doch, die Queen möchte zurückkommen. Und dann sollte die Queen zurückkommen, oder? Ich bin auch der Meinung, die sollte jetzt hier gleich den Multi-Inferno-Turm. Und der Feger pustet jetzt hier sogar die Heiler da sogar so ein bisschen aus der Schuss... Schussrichtung. Genau. Allerdings kann er jetzt die gegnerische Königin von da aus erreichen. Das ist jetzt die Frage. So, zündet seine Queen und damit sollte die hier überleben. Allerdings auch hier das Timing. Lalo und Queen kommen jetzt hier raus. Der Frostzauber kommt. Schöner Frostzauber. Bisschen zu früh, würde ich sagen. Und jetzt bin ich gespannt. Was macht die Queen? Kann man vielleicht nochmal die gegnerische Queen rausbekommen? Wächter jetzt hier gezündet, damit auch die Queen vergoldet. Und kann die Queen jetzt hier die gegnerische Queen rausbekommen? Aber die springt ganz weit weg. Jetzt doch, die ersten Schüsse. Und da leben noch richtig viele Loons. Jetzt die Queen. Die Queens schalten sich gegenseitig aus. Der Multi-Inferno-Turm. Er hat aber immer noch den Slammer mit relativ viel Leben. Die Schweinereiter jetzt hier für den Tesla. Was? Da hat er auch dran gedacht, das wird jetzt hier richtig knapp werden. Von der Zeit. Er hat immer noch 20 Sekunden. Das sind 3 Sterne. 20 er hat immer noch Sekunden. Einen Ballon für Cleaner für das Lager. Das wird aber hier so knapp werden. Oben geht die Treiler rein. Down. Die Franzosen, es reicht! Die Franzosen. Die stehen. Die Luftskelette. 7 Sekunden. Das könnte jetzt hier wirklich 3 Sterne werden. Ein Drop. Und Eisen. Das sind jetzt hier wirklich noch 3 Sterne geworden. Wie hat er den denn gerettet? Was zum Teufel geht denn hier ab? So, und das waren die Angriffe. Ich fand, die waren wirklich alle 5 krass. Schreibt aber auf jeden Fall mal, welchen Angriff ihr am coolsten fandet. Und für die nächste Zeit werde ich hier aus Champion 1... Ups, das war der falsche Button hier. Champion 1 sind wir mit unserem Noobs im TV-Clan. Und da werde ich euch natürlich auch den ein oder anderen Livestream haben. Ich denke, ich werde jetzt hier die nächsten 7 Tage täglich online sein. Morgen gibt es dann das Rathaus 11 Turnier.
mit $55.000 Preisgeld. Da werde ich wieder die deutschen Teams streamen und hoffentlich kommt ihr wieder so weit. Also, würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Macht's gut, haut rein und tschüss mit dem.